Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Persona 4 Golden. Beim letzten Mal haben wir neben ein paar Social Link Sachen auch noch einige Third Awakenings zu Gesicht bekommen, von denen ich gar nicht erwartet hätte, dass es die hier auch schon gab. Aber gut, da gibt's Sinn. Wahrscheinlich sind die ja auch schon der neue Golden Content, oder? Wahrscheinlich Teil davon. Ist jetzt meine Behauptung, weil in Royal war es ja auch etwas Neues im Gegensatz zum Hauptspiel. Na gut, wir gehen jetzt einfach mal schlafen. Wir sind jetzt nämlich mit Social Link Stuff, glaube ich, eh endgültig fertig, denn heute soll, oder doch nicht, warte mal. Genau, doch. Hey, Doji, mein Nanako, coming home. You just had to go straight home. Ja, wir sind endlich nicht mehr alleine. Das zweite Mal. Wir sind ja schon mal zurückgekommen, aber jetzt kommen sie halt nochmal zurück. Ja, when you arrive at home, Teddy ist auch noch da. Welcome home! Du musst wirklich nicht mich begrüßen. Ich bin immer hier, jeden Tag. Geht's dir gut? Now, come in. Give me one of those honey, I'm home kisses. Ich glaube, ihm geht's nicht gut. Ich glaube, ihm geht's wirklich nicht gut. Oh, don't be so shy. Smoochy. Come on, please. Give him all you got. Deny him all you got. Oh no, deny him all you got. Wie denied man denn all you got? So, zeig mal. Oh, so cool. That's mean. Tja, so ist das Leben. So ist das Leben. I'm sure Nana-chan wouldn't be so mean. Du versuchst es nicht bei ihr, du versuchst es gar nicht erst bei ihr. Today's the day Nana-chan comes back, so I've been practicing hard to greet her. Oh, I know. Sensei, what does it mean to glomp somebody? Keine Ahnung. I found that in one of Yosuke's okay, books, egal was es ist, ich will es nicht wissen. Du solltest es außerdem nicht mit Nanako ausprobieren. Ganz sicher nicht. Wenn es in Yosuke's Büchern drin steht, ist das kein gutes Zeichen. Ich weiß genau, was Yosuke für Bücher hat. He doesn't look like he's going to back down until you teach him. How will you teach him? Was? Ich soll ihm das beibringen? Ich erkläre ihm das lieber vielleicht. Alright, I think I get it. I'll give it a shot. Hey, I've got a whole little show to go along with it. Let me show you. Bitte nicht. Was ist denn jetzt, Glomp? Nana-chan! Ooh, you're a shining star! Danke dafür. Come home well! And well! Come home! Ja, bitte hör einfach auf. Da ist er ja. Hey, und Nanako wahrscheinlich auch. I interrupting you? Nein, wirklich nicht. Du kannst gleich nochmal von vorne anfangen, Teddy. Ich gehe dann einfach, okay? Ist das in Ordnung? Big Bro! I'm home! Yay! Das freut mich schon viel mehr, als dass Teddy hier ist. Oh, Teddy's here too! Warum freut dich das? Warum ist das Positives für dich? Nana-chan, you're all better! Easy there, Nanako. You don't want to get hurt again. The doctor said I'm all better. Well, she's been so strong this whole time. Who am I to argue? I owe you a lot for this, so I've gotten us a fancy dinner for tonight. Yeah. Look, we bought sushi, and it says premium on the package. That means it's super fancy. Wow, premium sushi. I call the Harami and Kohata. Nanako looks happy. Okay, well, I was able to say hello to Nana-chan, so I guess I'll be going now. Dafür bist du hier geblieben? Wirklich nur dafür? Willst du dir nicht mal das Sushi mehr antun? Also, ein gewisser anderer Sidekick hätte da anders reagiert. Ich meine Morgana natürlich. Natürlich meine ich Morgana. Wie soll ich sonst meinen? You're going home already? Now that you're home, Sensei won't be lonely anymore, so... Plus, I'm not a family member. Warum kann ich denn nicht sagen, ja, bitte geh? Bitte geh, Teddy. Ach ja, dafür ist es jetzt so spät. Du hast keine Wahl mehr. Sensei, so I can stay here? You're Big Bro's friend and my friend. Friends can stay here. Right, Dad? Don't worry about it. It's just sushi. We're celebrating today. Aber danach gehst du. Danach gehst du wieder. Pops. Lass dich nicht wohnen. I'm such a lucky bear. Bear?
Okay, irgendwie hätte ich jetzt die Reaktion von Dojima erwartet, aber ist in Ordnung. It appears that he will have a lively dinner tonight. Schön. Wow, it's shinier than usual. It did cost a pretty penny. Na, solange es gut schmeckt, soll es das ja wert gewesen sein. That's good stuff. Big Bro, I love sushi. It's so good. Oh, shoot. I forgot to ask them not to put wasabi on it. Here, Nanako, I'll scrape yours off. Which do you want? Maybe we should have split it into separate portions first. No! It's so good! So good! Warum hast du zwei Teller, Teddy? So good. Warum bist du so gierig? Na gut, life of Nanako and Dojima has returned. After dinner, you walk Teddy back to Yosuke's house. Gut, das ist das Wichtigste für mich gewesen. Das ist Hauptsache, er ist endlich wieder weg. Ich meine, ich hasse dich ja nicht, aber... ja. Warte mal. Ich kann arbeiten gehen? Also... ich kann arbeiten... habe ich doch wieder... oh Gott. What have I done? Ich habe immer noch mehr Socialing-Zeit. Heißt das, ich hätte einfach noch... dann gehe ich natürlich einfach... wen wollen wir noch machen überhaupt? Also wenn ich jetzt wirklich noch Zeit bekomme, wer würde jetzt als nächstes... wer wäre jetzt als nächstes dran? Hachie kann ich immer noch fertig machen. Und euch... ja, die Mutter wahrscheinlich echt nicht mehr. Oh Gott. Ja, ich denke, da sind die beiden jetzt als nächstes dran, ne? Natürlich. Chie und mein Sportkumpel. Wow. Yep, wir haben tatsächlich weiterhin Zeit für Social Links. Ich kann es selbst nicht so ganz fassen. Aha. Hey, Daisuke. Ja, gut, dann werden wir wohl ein bisschen Basketball üben, jetzt. Auch wenn Ko nicht da ist. Ich bin, wie gesagt, ein bisschen schockiert davon, dass es wirklich geht. Aber uns wird auch schon gesagt heute Morgen, dass wir morgen... die Rückkehr von Nanako feiern, die erneute Rückkehr. Also ja, gibt's da zumindest wieder ein kleines Event auf jeden Fall. Mal sehen, was genau dann da passiert. Auch da bist du ja. Hey. I'm gonna head out to the orphanage. I just wanted you to know. Later. Ja, natürlich komme ich mit, ist in Ordnung. Du bist mein Social Link. You watch Cole leave, then practice... was? Wirklich nicht? Komm nicht mit? Oh, okay. Das war's dann wohl damit. Yo. Hey, where's Ko? You told Daisuke that Ko went to the orphanage. Today? Huh. I'm kinda worried. Let's catch up to him. Das ist ein guter Plan. Uh-huh. Yeah, that's a good idea. Let's call it a day. Hatte ich ja sowieso von Anfang an vor, da hinterher zu gehen. Aber du doch nicht. Du wolltest unbedingt da bleiben, huh? Yasuo Inaba Station Entrance. What are you two doing here? Find anything out? No, not yet. Wait, you guys came all the way out here just to worry about me? Losers. Contrary to his words, Ko looks happy. Ja, das reicht mir auch. The orphanage hasn't changed at all. The teachers even remembered who I was, and they were real nice to me. But they said they can't tell me who my real parents are or why I was left there. Ja, natürlich nicht. War mir auch schon im Voraus klar, tatsächlich. No kidding. They did give me this, though. I've been too scared to read it by myself, but... it's a letter from the person who left me at the orphanage. Ooh. I'm gonna read it. Dear Ko-kun, by the time you read this, you'll have grown into a fine young man. Your parents named you Ko because they hoped that you would always be in good health. They considered health more important than fame or money because it's much harder to keep and maintain. You see, your parents were very frail and they passed away about half a year after you were given up for adoption. They always wanted you to know how sorry they were that they couldn't raise you themselves. They loved you very dearly. Ko, you're your parents' ray of hope. No matter how difficult things get, hold your head up high and keep pressing onward. You can't lose hope. Both of them
would undoubtedly say, "We'll be watching over you, always." No names, not a single clue. Aber an sich weißt du jetzt halt schon, dass deine Eltern sowieso tot sind, also... Ist nicht so, als könntest du sie jetzt noch finden. Du weißt aber auch immerhin jetzt, dass sie dich nicht abgegeben haben, weil sie keinen Bock auf dich hatten. My real parents are dead. Vor allem beide. Es waren einfach beide gesundheitlich am Arsch anscheinend. Wow. Wirklich? I was half expecting something like this, but... That's still pretty shocking, you know? I have no one. Stimmt doch gar nicht. Du hast uns und du hast auch deine jetzige Familie, die dich auch liebt. Auf irgendeinem Level zumindest. I think so. I really don't know anymore. But I'm glad to have found out. I'm glad to have this. Thanks, man. Co smiles weakly. It seems you were able to support Co. Natürlich konnte ich das. Ich bin Profi im Supporten. Ja, man muss einfach nur sehen, dass es nicht so wichtig ist, ob man blutsverwandt ist oder nicht. Das ist nicht das Einzige, was zählt. Bei einer Familie. It's gonna get dark soon. Let's head home. The others are worried about you too, you know? Und da sind wir, bei Junes. Natürlich, wo denn auch sonst. Ready, everyone? Und das trotz der Kälte. Trotz der Kälte sitzen wir einfach draußen. Ich weiß nicht, ob das... das Sinnvollste ist, aber hey, warum auch nicht? Nanako-chan, congratulations! Congratulations! Welcome back, Nanako-chan. Thank goodness you got better! Thank you. I feel great now. I can go home and live like normal. Right, Big Bro? Genau. Ja. Yeah. I can go to school and help out around the house like I always do. Dass man sich über sowas tatsächlich freuen kann, ne? Unglaublich, einfach unglaublich immer wieder. Ah, Nico looks satisfied. I think you're even more energetic than before. Man, am I glad you're okay. When you went missing, I swear that was the most scared I've ever been. Plus... I don't really remember what happened. I'm sorry. Wir können uns auch erinnern, keine Sorge. Wir können uns auch ziemlich gut erinnern. Nanako-chan. Yosuke? You need to practice not sticking your foot in your mouth. I mean, seriously. Sorry. You can't blame her for not remembering. It was the same for us. Besides, it's better that she forget. That's right! Nanako-chan is better now, and that's all that matters! Oh yeah, is Dojima-san coming by? Dad, he went to work today. Natürlich tut das, natürlich tat das. We'd just be bothering him if we asked him to come here. We're supposed to be celebrating, not having him buy us lunch. Because I'm sure that's what he'd do. Nanako-chan, aren't you bored just sitting and talking here? No, it's fun being with everyone. There's plenty of snacks, too. Nana-chan, let's go see all the food tasting stands. The kind ladies will cook you anything you want, right in front of you. Und das wesentlich besser als die, ja, die netten Ladies aus unserem Team hier, aus unserer Gruppe hier. No, they don't. I know they're always yelling at you. Oh, man. What about tag, then? You run around, and then these scary guys come after you. It's so thrilling. That's store security. Viele tolle Spiele hier in Junes, nicht wahr, Teddy? Du kennst dich aus. Heck, your whole idea of fun is just pissing people off. And no running! That'd be fun to play hide and seek in a store this big. Hide and seek? I'm good at that. Both the hiding and the seeking. Dürfen wir das machen, Yosuke, bitte? Oder stört das auch? Oh. Big Bro, did you come find me? Wait, that's... Nanako-chan? Do you remember? Aber ich hab sie gefunden, das ist vollkommen richtig. Not really. But I remember everyone coming for me. Das ist schön. You are all cool. Like those heroes on TV. Nana-chan. I was able to become Nana-chan's hero. Don't cry, Ted. I'm allergic to people who cry.
Die beste Allergie überhaupt. I see. You remember. Then let's do it for reals. Juness, hide and seek. Danke, Yosuke. Danke, wirklich. Really? Is that okay? We still have time before the special announcements. Plus, there's no need to run and hide and seek. If I tell my manager, I'm sure he'll let us use the electronics section. That's my boss! I'll be rooting for you when you write your apology! Okay, wichtige Regel als allererstes, wenn wir in der Elektronikabteilung sind, nicht in einem Fernseher verstecken. Nicht in einem Fernseher verstecken. If I get permission, then I won't have to write one. This is so exciting! Nanako-chan, which part do you want to do first? Both! So funktioniert das aber nicht. Alright, winner gets meat! Why are you betting? None of this makes sense. Und niemand außer du will Fleisch als Belohnung. Oh Mann. Thank goodness Nanako's healthy again. After enjoying some time with everyone, you take Nanako home. Nein, ich wollte das Versteckspiel noch sehen. Verdammt nochmal, ich wollte aktiv mich verstecken gehen. Nachdem es in Persona 3 nicht so gut lief mit dem Verstecken, in Anführungszeichen. Wenn ihr euch noch daran erinnert, das war interessant auf jeden Fall. Playing hide and seek was fun. I can't wait to play with everyone again. Das glaube ich dir. Und was machst du so? I heard you had a little celebration for Nanako coming back from the hospital. She was really happy about it. Thanks. I made some great friends. Ja, das habe ich wohl. Okay, wir können immer noch Sachen tun. Ich kaufe weiter Fortunes. Ich habe sonst eh nichts zu tun hier. Ja, GA, es ist dein Glückstag. Wir können unseren Social Link auch nochmal voranbringen. Toll, oder? Ich weiß, du freust dich. Natürlich freust du dich. Im Gegensatz zu mir. Ja, ich habe ja schon wieder Witze darüber gemacht, dass ich es denn jetzt doch sein lassen kann. Oh, schade. Das eine Treffen hat mir schon wieder gereicht. Aber nein, wohl doch noch nicht. In the movie I watched the other day, this guy knocked down a tree using only his leg. How does someone kick that hard? Just practice? Ich meine, ich bin sehr, sehr viel trainiert. Ich meine, ich weiß nicht, ob man einen Baum umtreten kann, vielleicht. Puh, probier's halt. Oh! Oh, hey Takeshi! Were you robbed again? No, I took off right after that, right? So I thought I'd apologize. Why don't you be a man and admit you ran away? What? Were you this anal before? Anal? If you lose that sunny attitude, you won't have anything left. Shut up! Speaking of which, what's up with Yukiko-san? I saw her with you the other day. She seemed weirdly cheerful. She had this funky laugh, you know? Ihr habt irgendwie die Persönlichkeiten getauscht? That funky laugh, that's how she really is. Oh, you've rubbed off on her, huh? I can't believe it. That's not Yukiko-san. She was better gloomy. Warum stört es dich so sehr, dass sich die Leute verändern, huh? Look, if you get into trouble again, I'll step in and help. Huh? Oh, thanks. Aber warum ist ein Arschloch? So why don't you shut your mouth about Yukiko? You don't know anything about her. She's a good person, got it? What the hell? Hättest du ihn treten sollen. Du kannst gut treten. I just remembered. Way back, I saw Yukiko sitting by the road, holding a dog. Asked her what's up and she said she ran away from home. She'd picked up the dog, but her parents told her she couldn't have a pet and that she'd have to get rid of it. She looked like she was dead or something. I tried everything I could think of to make her laugh. And that's how we became friends. Dadurch, dass du das erste Mal ihre gruselige Lache gehört hast, huh? From that moment on, I told myself I'd protect Yukiko. But somewhere along the way I messed up and that shadow popped out. Aber wir haben sie doch gerettet, alles gut, Shie. After that, I thought I'd try to focus on what's good about me. I swore to quit being nothing but the girl Yukiko can rely on. So I just tried my best. I said I wanted to get stronger, but in the end, I just wanted to be a better crutch for people. That's all. I feel like I missed the point. Naja, kommt drauf an, man kann ja aus verschiedenen Gründen stark werden wollen. Und du halt, um Leuten, die du gern hast, zu helfen. Helfen zu können. Aber ja, natürlich ist es trotzdem schwer, sich selbst gegenüber zu stehen. Huh? Is it like that for you too? Are you trying to cheer me up?
Natürlich tue ich das. Natürlich ist es immer das, was ich hier tue. Glaube ich. I wonder if there's anyone out there who can say, this is what makes me worthwhile. I guess everyone's looking for it. She was able to take a step forward and face herself. Ja. Ja, ich weiß nicht, was die Vorteile an mir so sind. Zeit mit mir zu verbringen. Was ist das Tolle an mir? Gute Frage. Ich habe ausgezeichneten Humor. Habe ich nicht. Aber in meinen Videos manchmal. Manchmal mache ich Witze, die sind ganz, ganz witzig. Ein bisschen. Ja. Das ist toll. Oh. Okay, was lernst du? Oh, Bufula. Was? Bufula? Was? Du hast eine Bufu? Warum hast du nur Bufu? Okay. Bufula. Ich meine, ja, sie ist halt irgendwie auf Nahkampf ausgelegt. Klar, aber wow. Wow. Oh yeah, that dog you picked up? It's gotten really fat at my place. Come by and see it sometime. It smells, but it's cute. Maybe I'll walk it over to your house. Okay, super. Ich mag stinkende Hunde. Was? So, und heute ist Ko wieder hier. Diesmal auch wirklich. Der haut nicht ohne uns ab, denke ich mal. Also ein bisschen mehr Training. Ja, Diligence erhöht sich, das ist wundervoll. Die ist ja noch nicht maximiert seit Monaten. Nein, ganz sicher nicht. Ko wanted to be by the river, so he stopped by on the way home. This place brings back a lot of memories. The first time I came here was also my first time in town, right after the Ichio family took me in. The sky was totally clear except for the setting sun, and the light hitting the water made it shine. It was beautiful. It helped me decide something. I thought, from now on, I am an Ichijo. I convinced myself that the old me was dead. At least, that's what I thought. But you were just a kid then, right? Yeah, isn't that crazy? A little kid thinking like that. But I guess, even kids have stuff on their minds sometimes. Oh yeah, das haben sie wohl. Funny thing is, I never really became an Ichijo. I looked, sounded and acted like one, but it was just a mask I wore. And now, that I don't have to wear that mask anymore, I guess it's time to step off the stage. Und wie willst du dich jetzt verhalten? Und wie willst du jetzt aussehen? Ganz anders? Oder was? You're going to leave? I don't know. It's not entirely my decision to make, not after they've raised me this whole time. It just makes me feel kinda empty, knowing that my real parents are dead. It's like I have no roots. We should go visit their graves after practice sometime. I wouldn't even know where to find them. Ja, stimmt, wir wissen auch gar nicht, wie sie heißen, immer noch. I've got the letter, but whoever wrote it didn't sign it. They didn't mention my parents' names either. Whoever handed you over to the orphanage wrote the letter, right? Will that mean they've been holding onto it for like 10 years? It's pretty rough asking someone to remember what happened 10 years ago. 10 years ago. Still carrying that thing? Yeah, well, I can't let anyone at the house see it, so... Huh? The name on the front, Kosama, is smeared. Like someone rubbed their hand against it. Maybe they just wrote it in a hurry. Plus, the corner of the envelope is sharp enough to give you a paper cut. Willst du damit sagen, der Brief ist noch recht neu, der Umschlag? What do you think? It was written recently. Es ist alles nur ein Trick, um dich denken zu lassen, dass deine Eltern tot sind. Es ist alles eine Lüge. Eine riesige Verschwörung. What does this mean? I think that the orphanage must have written it. When I visited, she could probably tell I was depressed. Oh wow, und das soll die beste Lösung gewesen sein? Hey, cheer up, man! Even if it is a fake, it sounds bad to call it a fake, but... She didn't do it to pull a fast one on you. No, you've got it all wrong. I'm happy. I'm glad there are such nice people out there in the world. Ja, und vor allem heißt es auch, dass deine Eltern nicht unbedingt wirklich tot sind. Maybe the letter is true, or maybe it's just a nice lie, but all the same.
Someone was there to give birth to me. Someone was there to raise me. And someone is there to watch over me like this. Ja, du bist so oder so nicht alleine. Aber das wusstest du auch. Hättest du auch vorher schon wissen sollen. Auch abseits von dem Brief. I thought I had no roots, no ties to anybody. But that's not true. Took you long enough to get the picture, stupid. Stupid? I know you are, but what am I? I'm the one who told you that you'd always have a stupid. Well, I'm rubber, you're glue. Ko's eyes are red, but he's laughing. It seems you were able to support Ko when he needed you most. Yes, please, endlich sieht das ein. Hat auch wirklich lange genug gedauert, also. Da stimme ich Daisuke schon vollkommen zu. Man, you've got a really ugly mug, you know that? Wanna go for a swim, ugly? It'll be like old times. Huh, yeah. Come to think of it, we used to play around here, didn't we? Alright. How about you? Wanna go for a dip? I better get home. Wisst ihr, welche Jahreszeit wir gerade haben? What? Like, give a choice. Wir können wirklich. Wir sind tot. Wir sind literally jetzt tot. Ja, es ist wirklich kalt. Natürlich ist es kalt. Ich bin mir nicht sicher, ob dieses Hotelling für diese Jahreszeit gedacht war. Also dieses Event zumindest. Oh Mann. Oh, ein weiterer Traum von Marie. Von unseren gemeinsamen Erinnerungen in unserem Social Link. Is this a dream? You're thinking back on the memories of Marie. Ja, sie kommen immer und immer wieder in meinen Träumen. Fast als wäre das fest miteinander verknüpft. Oder als würde ich mich einfach noch ein bisschen an sie erinnern, weil ja, wir viel miteinander gemacht haben und so. Ach ja, du rufst natürlich wieder an. I apologize for interrupting your morning. I thought it would be best to inform you of my progress in the search for Marie. I am closing in on her location. Please allow me a little more time. Oh, and do you remember that her memory had been lost? It would seem this incident has something to do with these lost memories. Oh, hat sie ihre Erinnerung also wieder zurück, oder wie? Wahrscheinlich schon. In entwining her fate with yours, she may have discovered something. Now, if you'll excuse me. Okay, aber das war ja klar, dass es dann irgendwie damit zusammenhängen würde. Dass ihre Erinnerungen nochmal relevant werden würden, wahrscheinlich für den neuen Golden Content. It seems Marie's disappearance has to do with the memories she lost. You have no choice but to wait until Marie's whereabouts have been discovered. Ja, bis dahin verbringen wir noch mehr Zeit mit Social Links. Das ist wohl, ja, die einzige mögliche Lösung. Aber ja, ich bin sehr gespannt, wie, was? European Snow in Spring, do you know? Was? Plague? Worum geht es? What, really? Don't guess again other people are Magi-san. You're wrong anyway. The correct answer is red. Worum geht es? The reason why red snow falls in spring in Europe is because the snow mixes with the red sand. Was? Wovon redest du? Ich hab noch nie roten Schnee gesehen. Hä? Okay, klar, schon. Tut mir leid. War keine Absicht. Ich dachte, er wird halt schwarz, weil da so viele Autos und so vorbeifahren. Er wird halt schwarz. Ist ja normal, ne? Aber das wäre so die einzige, ansatzweise logische Lösung, die ich so in meinem Kopf hatte. Na gut, okay. Ein paar Tage haben wir noch für Social Links. Mal gucken, wer heute Zeit hat. Ich hoffe, GA hat Zeit. Nein, schade. Dann habe ich tatsächlich nichts zu tun. Wir können doch Zeit mit Ei verbringen, vielleicht, falls sie da ist. Aber will ich das, ist die Frage. Will ich das wirklich? Wenn sie da ist. Sie ist da. Ja, verbringen wir Zeit mit Ei. Ich meine, wir werden sie nicht mehr fertig kriegen, bestimmt. Ich meine, okay, ich weiß nicht, wie lange wir noch Social Links machen können. Vielleicht gibt es da noch 3 Monate. Who knows? I don't. Mittlerweile würde es mich nicht mehr unbedingt überraschen, wenn es noch nicht mehr Zeit gäbe, als ich momentan erwarte. Aber so langsam muss es ja wirklich mal gut sein, oder? Also wirklich jetzt. Today I feel like getting something that's easy to slip into. Huh, it doesn't look like they've gotten anything new in. I already have all of this. Why do you buy so much? Because I hate wearing a uniform, that's why. I frowns. Aber du kannst auch, wenn du wenig Kleidung kaufst, nicht immer die Uniform tragen. Und vor allem, es gibt wirklich ja Leute, die nicht die Uniform tragen. So wie Yukiko. Warum trägt sie nicht die Uniform? Ich weiß es nicht. Ich verstehe es wirklich, warum das okay ist. Hey, I'm thirsty. Buy me an iced latte.
by it yourself. Huh? Did you seriously just say that? You're probably the first guy who's ever taken that tone of me. I'm surprised, aber es gefällt dir, gut. Oh, Aichan, you're back again? Well, yeah. You looking for anything in particular today? Oh, we got a purse and that's just your style. The guys will be all over you. That's alright, I'm not shopping for purses today. Oh, is that your boyfriend? He's quite a handsome one. Are you gonna introduce him to me? I've had the worst luck of men lately. We were at the bar the other night. Sorry, you've really gotta get going. I'll be back. Sie wollte gerade ihre Lebensgeschichte erzählen. Mensch, 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 Mensch. You return to the station. I hate salespeople. I'm the one keeping them in business. Why do they have to pounce on me every time I go in there? They should get rid of all the salespeople and put in vending machines. Press a button and out comes your clothes. Das Lustigste daran ist ja irgendwie, dass momentan immer noch, ja, Einzelhändel? Genau. Der Einzelhandel immer damit beworben wird, dass man ja im Gegensatz zum Onlinehandel da immer noch gute Beratung bekommt. Das ist der große Vorteil davon, dass man doch immer noch in seinen Einzelhandel gehen soll, anstatt einfach online einzukaufen. Und ganz ehrlich, es geht mir genauso. Leute gehen mir immer eher auf die Nerven als alles andere. Also ich kaufe deswegen eher lieber noch online ein, einfach weil mich da auch keine Leute belästigen. Während ich in Ruhe einkaufen will. Sounds like a good idea von daher. Isn't it? I don't need all that pointless banter. Bin ich auch im McDonald's schon sehr, sehr froh darüber, dass er vereinfacht einiges, wenn man mal da was essen will. Nicht, ist er gesund? Ja, ich weiß, mache ich auch nicht oft. Ist in Ordnung, müsst ihr mir nicht sagen. Aber wenn, dann bin ich sehr froh, dass ich nicht noch reden muss. Hallo? Wer will denn das schon? I can see right through it. There's no such thing as a relationship without ulterior motives. Nicht? Ach so. Huh, okay. Natürlich ein sehr trauriges Menschenbild, was du da hast. I don't know why, but I got a little annoyed when she was talking about you back there. She said you were handsome. Good for you, I guess. Ja, bin ich doch. Und? I looks like she's pouting. I feel like you understand I a little bit more now. Tue ich das? Na gut. Ja, sie denkt halt sehr, sehr schlecht über Menschen. Offensichtlich. Und darüber, dass sie alle nur ausnutzen wollen. Und deswegen nutzt sie auch andere Menschen nur aus. Offensichtlich. Alles hängt zusammen, alles hängt zusammen. Let's go home. It'll be dark by the time we get back. Not like I have any reason to hurry. Gut, machen wir das wohl mal. Machen wir das wohl mal. Vielleicht ist sie doch nicht so langweilig, wie man erst vermuten könnte. Gut, und dann können wir jetzt auch diesen Social Link mal zu Ende bringen direkt. Würde ich behaupten. Ja, mit I werden wir wahrscheinlich nicht mehr so nicht vorankommen, ganz ehrlich gesagt. Aber, hey, haben wir zumindest nochmal gesehen, dass ihr Social Link vielleicht nicht komplett kacke ist, wenn man ihn denn weitermachen würde. Vielleicht. Auch wenn ich es immer noch nicht leiden kann. Naja, gut. Ist jetzt auch nur eine Hypothese erstmal. You know what, Toasty? I'm gonna keep playing basketball. Studying lessons and all that crap. I'm gonna keep doing it all. You can do it, man. You can do it. Thanks. Until now, I've been doing those things because I felt kind of obligated to. If I put my mind to it, I can be good at anything I want, right? I'm gonna be at the top of my game so I can be the big brother the next master of the house deserves. Close mind cheerfully. Hey, you got some time later? There's something I wanna give you. Klar. Ein Geschenk. Natürlich bekommen wir ein Geschenk von ihm noch. Und Daisuke ist natürlich auch dabei. Was wäre auch der Social Link ohne ihn? Ich finde es aber auch interessant, dass es halt irgendwie ja zwei Social Links hier auch wieder gibt, eigentlich. Oder? Also ich meine, es gibt auf jeden Fall beim Musikclub und beim Literaturclub, das sind ja zwei verschiedene Social Links, wovon man nur einen machen kann. Und ich denke, Basketball und, was war das andere, Fußball oder so? Keine Ahnung, gerade bin ich mir nicht sicher. Waren jedenfalls auch verschiedene Teams natürlich. Wahrscheinlich Track Team, das würde doch Sinn ergeben irgendwie. So das Übliche nämlich, ne? Naja, jedenfalls sind das auch verschiedene Social Links. Weil ich meine, es sind ja beide hier dabei. Hätte ich mich dann trotzdem sonst mehr um Daisuke's Story gekümmert? Die würde mich jetzt schon interessieren, halt dadurch, dass wir ihn ja auch trotzdem ein bisschen kennengelernt haben, aber halt nicht so richtig. Ich weiß es nicht, naja. Ist jedenfalls interessant, dass er hier irgendwie auch ein Teil von dem Social Link einfach ist. Well, I did it. I asked them. My parents, my grandma. I sat them down and I asked.
Do you guys even want me anymore? Did you ever want me? That's when all hell broke loose. My mom started crying and then she was like, of course we want you, stupid. She was practically yelling. Man, what is with people calling me stupid lately? Ja, vielleicht bist du auch einfach dumm. Warum denkst du sowas? Du Idiot. Go, it's time you learned the truth. You're pretty stupid. Well, I'm starting to think so too. I thought I had it all figured out, but I just didn't get it. You know, it's really the people around me who've shaped me, who I am. Bought into the same crap artists are always writing or singing about. They're trying to find themselves. So I thought I knew all about how to find yourself. I thought I got it. But really getting it is totally different. I mean, really finding yourself. Ja, das ist wirklich nicht so leicht, aber man musste erstmal gegen deinen Schatten im Fernseher kämpfen. Wovon ich rede? Ich habe keine Ahnung, aber so funktioniert das halt einfach. Auf eine andere Art und Weise, sich selbst zu finden, ist einfach nicht das Wahre, ist einfach nicht das Wahre. Without you guys, I probably never would have figured it out. Would have just kept pretending and I probably would have given up on the people I care about most. So... Thanks. Nicht zu danken, nicht zu danken. Man, you say some mushy stuff sometimes. Yeah. So, while I'm on the road. Nein, 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 nicht noch weitermachen. Oh, das Geschenk, ha? Huh? Here. Oh, the two of you to hold onto my letter from the orphanage. Das ist das Ge- Okay, interessant. Ich finde, das ergibt irgendwie Sinn, aber irgendwie auch nicht. No. Dude, we can't take this. Ich nehme es wohl an, wenn du es wirklich willst. Yeah, but... This way, I'll never forget that I'm not alone. Please. Ich weiß auch nicht, inwiefern das Sinn ergibt, aber meinetwegen. Fine. Well, this is just for no man. No, man. Thanks. I know. I'll ask for it back when I feel like I can stand on my own 2 feet again. So, you better stick around till then. Wir werden schon nicht abhauen, wir werden schon nicht abhauen. Received the letter to Ko. You feel an unbreakable friendship is formed between you, Ko, and Daisuke. Okay, also gehört er auch zum Social Link dazu auf jeden Fall. Es ist sehr, sehr weird. Es ist sehr, sehr weird. Aber ich verstehe es nicht. Ein weiterer Social Link. Abgeschlossen. Fehlt für heute erstmal nur noch GA. Ja, wie gesagt, war ein sehr, sehr schöner Social Link, der viele, ja, kleine Wendungen hatte mit Ko, bis man wirklich herausgefunden hat, worum es wirklich bei ihm geht, wohin dieser Social Link wirklich führen soll. Ja, trotzdem finde ich das immer ein bisschen, ich kann es irgendwie nicht ganz nachvollziehen, dass man sich so sehr darauf, ja, versteift, dass man unbedingt irgendwas mit seiner wahren Familie zu tun haben will. Nur weil sie mein Blutsverwandt mit ihnen ist, heißt es nicht, dass das einzige Wichtige im Leben ist und dass man nicht mit anderen Menschen glücklich werden kann, wenn es denn nun mal nicht funktioniert mit der eigenen Familie. Oh, Nanako lernt. Okay, when you ask her about it, she says it's to catch up on the lessons from when she missed school. Ach ja, klar, da gibt's wohl einige von, da gibt's wohl einige von, die Arme. She says she's having special lessons at school during the week, but she's decided to study at home on weekends too. Das ist sehr schön, das macht sie sehr gut. Though she gets stuck at times, Nanako is working hard at it. Should help Nanako with a weekend? Ja, natürlich. Thank you! And tonight's is for the writing class. My teacher gave me some handouts. Need to make sentences using certain words. I'm home. Oh, it's Dad! Dojima is home from work. Auch mal, ne? Kann auch noch mithelfen, wenn er will. Mm. Studying at home too, huh? Don't overdo it, okay? You've gotten better, but you're still recovering. No, I'm all better now, and studying is fun! Wow, also Nanako ist wirklich, wirklich, vorbildhaft. Vorbildlich. Egal. I wonder who you get that from. Nicht von dir wohl, huh? Alright, in that case. How about you? Can't put all the burden on Toasty all the time. Ich mach das auch gerne. Yay! Also mir macht das wirklich Spaß. You can just stay too? Yay! Let's see here. Make a sentence using leaf and forest. How about... Nein, das muss ich doch selbst herausfinden. Das ist doch kein helfendes Wort zu sagen. The best place to hide a leaf is in the forest. Was? Was ist das für ein Satz? What does that mean? Oh, basically, the purpose... Purposely leaving important evidence out in the open, it makes it harder to find. Gut, dass du dir sowas auch direkt beibringst.
Also ich finde eigentlich, ich würde das ganz anders verstehen, den Satz, auch in Bezug nämlich auf, ja, Ermittlungen. Weil wenn du ein Blatt in einem Wald versteckst, dann findest du es einfach nicht, weil überall Blätter sind und du nicht das eine Blatt unter den ganzen anderen Blättern finden wirst. Also, ja, sowas eher wie die Nadel im Heuhaufen. Oder halt das Heustückchen im Heuhaufen, eher gesagt. Wie willst du es finden? It's basic investigation. Yeah. Ach ja, ist ja gar nicht gevoice-acted. Worauf warte ich eigentlich hier? That's right, but maybe Nanako's still too young for that stuff. You don't mind helping Nanako study by giving her hints when she gets stuck. Sehr schön. Auch ich fand das Beispiel schön. Ich fand das Beispiel sehr schön. Vielleicht ein bisschen unpassend für die Kleine, aber trotzdem sehr schön. Ein weiterer Abend, ein weiteres Mal lernen mit Nanako und Dojima wohl. Today is arithmetic. My teacher gave me some problems to solve. Oh, das klingt ja grauenhaft. Hmm. Subtraction, huh? You up to that already? Oh, das klingt wirklich schlimm. Also, Minusrechner, das kann ich nicht. First is 7 minus 2. Dojima, du darfst nicht alles vorsagen, was soll das denn? That's amazing, Dad, you're so fast. Well, yeah, anyone can do it once they get used to it. Oh, well, it's still neat. Ja, du willst es auch irgendwann schaffen, Nanako. Das ist toll, oder? Finde ich auch. The next one is, huh? This one has both pluses and minuses. Let me see. 10 minus 5 plus 3. The answer is 8. Let's let Nanako solve them, genau. Yeah, Dad, I need to do it. Oh, sorry, I got ahead of myself. Ich will einfach angeben vor ihr, Mensch. You know, Dojima helped Nanako study by giving her hints when she got stuck. Das ist nämlich auch viel sinnvoller, als einfach alles vorzusagen. Mensch, Dojima, du kannst das irgendwie nicht so gut. Habe ich das Gefühl. Okay, GA, heute ist mal wieder ein bisschen Zeit für dich. Tatsächlich. Nachdem ich mit meinen Sportsfreunden jetzt schon fertig geworden bin. Machen wir dich jetzt auch noch fertig, hoffentlich. Wir haben aber auch nur noch erstmal diese Woche Zeit. Also ich weiß nicht, ob danach noch was kommt. Mittlerweile, wie gesagt, will ich es nicht mehr anzweifeln, dass wir einfach noch mehr Socialing-Zeit bekommen. Aber wir haben jetzt gesagt bekommen, dass ab nächsten Montag die nächsten Exams sind. Noch mehr Exams, wirklich? Hatten wir nicht schon genug davon? Na gut, in Ordnung. Ich sag's nur, ich überbringe euch nur die Neuigkeiten, damit ihr Bescheid wisst. Just you wait! I don't have any more. Don't tell me they're at it again! Let's go! Was passiert hier? Oh, Mobbing! What are you up to? Huh? Oh, not her again. Oh, sind das dieselben, die in Kanji Social Link erwähnt wurden, weswegen Kanji fast mitgenommen wurde von der Polizei? Oh, bestimmt ist er das. Sind die das? I know how to handle this bitch. You look like you got something planned. Help! Hear that, Chie-chan? He wants help. How do you know my name? We ran into the guy you saved last time. Had a friendly conversation. He told us all kinds of stuff, like where you live and about that precious Yukiko-san of yours. What are you trying to pull? Oh, I'm just gonna have a little chat with this kid. Stay put, okay? Because who knows what'll happen to Yukiko-san if you get in our way. Man, that's nasty. Why you? Things aren't looking good. Fight with GA, auch wenn sie es nicht will. Yeah, we can't let these guys get away. Prügelei. GA is spitting mad. You sure about that? So you don't care what happens to your loved ones? Fine, then hit me. You're pissed at me, right? Then why don't you just take a swing at me? I won't fight back, be my guest. The face, the gut, just pick a target. As hard as you want. Come on! Free. What's with this bitch? She for real? Whatever, man. Let's go. Wow, das war leicht. Das ist irgendwie sehr, sehr leicht. Miss, thank you. Oh, no, don't worry about it. The child ran off. My heart's still pounding.
Was that stupid of me? Och nein, es hat ja funktioniert. Es hat funktioniert. Und das Kind beschützt. Thanks. It might have been stupid, but I wanted to save them. That kid, Yukiko. How I feel about this isn't fake. I really want to protect them. Das weiß ich doch, dass du das willst. Ja, ich verstehe immer noch nicht ganz, was es mit denen überhaupt aus sich hat. Sie sind wahrscheinlich einfach nur Arschlöcher. Es sollen wahrscheinlich einfach nur Arschlöcher sein und das ist halt so. Ja, Takeshi ist aber mindestens genauso großes Arschloch, offensichtlich. Wenn es verraten, hä? Natürlich hat er das. Nein, Shie, nein. Ich dich aber nicht. I might be a little flaky and maybe you don't even need protecting. But I want to protect you. The mood is right. However, you're already in a relationship with two girls. I'm counting on you. Yep, I'm counting on you. So, let's have some steak! Schön, sie wirkt nicht sehr niedergeschlagen, aber vielleicht hat sie es nur sehr, sehr gut überspielt. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Aber gut, dann können wir es auch direkt zu Ende bringen. Yeah. Wenn auch nicht auf der romantischen Route, natürlich. Ich meine, natürlich nicht mit Chie. Also, wenn dann eher noch mit Yukiko oder so, aber nicht mit Chie. Come on. So, gehen wir einfach. Reden wir gar nicht erst weiter darüber. Wie war's damit? Okay, I think that's enough for today. She seems more enthusiastic than usual today. Yeah, I feel like I haven't been that on form in a while. Hey, there's something I want to tell you. Something I've been thinking about all this time. I still don't have a clue what my good points are. Ich bin mir da auch wirklich nicht sicher, Chie. Tut mir leid. Ja, irgendwann findest du irgendwas Gutes an dir, da bin ich mir sicher. I just want to protect everyone. I want to become stronger to be able to do that. There are battles we're gonna have to face, not just in the TV world, but in the one we're living in right now. I'm gonna become stronger so I can face these things along with you and along with everyone else. Ja, vielleicht nicht immer, aber natürlich. She is smiling gently. This is from me to you. Wristbands. Okay, nehme ich. Oh, and it's new, so it's clean. It makes a matching pair with mine. I think I understand now. The strength I want isn't just so people will rely on me more. It's the true power to protect Yukiko, my friends, my family, this entire town. Everything I hold dear. Sehr schön, dass du das eingesehen hast, was es mit deiner Stärke wirklich auf sich hat und der Stärke, die du haben willst. So, schauen wir mal, wozu deine Banane jetzt wird, hä? Bitte noch Bananiger. Oh nein, ist gar keine Banane mehr. Das sieht ja fast cool aus. Fast. Na gut, okay, ein bisschen. Voll mit dem Laserschwert auf beiden Seiten. Sehr sick. Does this mean I was able to become at least a little stronger? I have you to thank for this. No matter how far apart we may be in the future, we'll be okay. This feeling won't ever change. Na hoffentlich nicht. So. Das war's. Auch hiermit. Das Einzige, was halt noch übrig bleibt für heute, wäre vielleicht, zumindest möchte ich es versuchen vielleicht, wir könnten noch mit Yosuke und ihr jeweils das Third Awakening uns holen. Ich gucke mal, ob wir das noch schaffen. Ich meine, es ist jetzt Donnerstag, es kommt darauf an, wann genau die jeweils Zeit haben, da bin ich mir nicht so sicher. Ja, das wäre jedenfalls das Einzige, was noch offen wäre, würde ich sagen, und dann wäre ich erstmal zufrieden. Dann wäre ich wirklich erstmal zufrieden hiermit. So. Evade Fire, ja, klar, das Übliche, ja, was man beim zweiten Awakening bekommt. Werfe ich dafür irgendwo so raus. Ich meine, ich benutze sie halt eh nicht, ist das Ding. Ich benutze sie ja wirklich nicht, irgendwie. Genauso wie Yosuke, deswegen ist es auch nicht so wichtig, ob ich jetzt noch deren Third Awakening bekomme. Ich mache das eher aus Interesse, weil ich noch sehen will, was die, ja, bekommen und so. Nicht, weil ich die dann wirklich nutzen will. Medium Physical Damage, Critical Rate für alle. Medium Physical Damage to One Foe.
Ja, dann werfe ich das hier raus halt, ne? I guess. Hätte vielleicht nur den Eisboost right, rauswerfen sollen. My body and mind are all worn out. Let's go get some meat and I mean the good stuff. Okay, tun wir das. meinetwegen. Ja, ich gucke da mal, ob ich die beiden noch zusammenbekomme für das Third Awakening. Und mehr Erinnerungen an Marie direkt noch. Is this a dream? Ja, was denn sonst? Und natürlich ein weiterer Anruf. Hast du sie jetzt gefunden oder was? Ja, wahrscheinlich nicht ganz. Ich meine, jetzt kommen jetzt erstmal die Exams, ne? Ja, gut, erzähl mal. Oh, wirklich? I have located her. However, she is in a realm not that of man. It will not be easy for you to set foot in that place. Please, allow me just a little more time so that I may make preparations. As I've said before, when I am done, I shall come for you, okay. Gut, aber das ist schon mal interessant zu hören. Sie wurde schon entdeckt. You now need to wait until Margaret comes for you. Ja, wahrscheinlich danach den Exams. Okay. Nicht mehr lange alles hier. So genau, nächste Woche geht's los mit den Exams. Oh, Chie und Yosuke sind beide hier. Das ist schon mal ein guter Start in den Tag. Dann halt morgen. Okay, zumindest Yosuke hat heute Zeit. Sehr schön. Mach was. Los geht's. Ich will dein Third Awakening haben. Du bist wirklich nicht meine erste Priorität, aber ich nehme es schon gerne doch noch mit. It's been a while since I last talked to you one-on-one like this. It's been pretty busy in the department I work in. I'm still doing that consultation thing too. Indeed, Yosuke looks like he's lost some weight. Ach wirklich, das fällt dir auf? Mir nämlich nicht. I caused you some trouble too with that message, Junes. What are you talking about? Do you mean that? Or are you just being nice? Well, whichever it is, you're really something. Back then, I was constantly irritated, wondering why that stuff was happening to me. I was overworked just because I was the store manager's son. And on top of that, tons of people took me for granted. I thought no one was thinking about me. But that's not how I feel now. I took a roundabout way realizing this, but one constant in my life is that people rely on me. I thought before that I was shameless for being like that, but I just don't mind it. Ist ja fast genauso wie bei Chie tatsächlich, huh? Schon irgendwie. When I'm doing things for other people, it helps me try harder. When Nanako-chan was kidnapped, didn't you think I was surprisingly on top of things? Weiß nicht, habe ich jetzt nicht so drüber nachgedacht, Yosuke. Tatsächlich, tut mir leid. Where are you? Come on, at least say I helped. Ja, ein bisschen hast du geholfen, da habe ich ja nichts gegen gesagt, aber du hast gesagt, es war überraschend, wie sehr du geholfen hast. Oh, wait, you're right. I wasn't thinking much when I said stuff like we should drop Namatame in, huh? I guess I wasn't so reliable. Yosuke is smiling sadly. Ist schon okay, du hast dein Bestes gegeben. Und ich wollte ihn auch da reinwerfen, eigentlich. I tried pretty hard at the time. Of course, I was serious about wanting to save Nanako-chan and solve the case. But mainly, it was because I thought you were going through some tough times. Yosuke is smiling gently. So viele verschiedene Adjektive fürs Lächeln hier in diesem Spiel einfach. I was just seeing red. I was so overwhelmed with hate and wanting to blame everything on him that I stopped thinking for myself. I think the same could be said about what happened to Junes. People just think about their own interests. But if I ignore them and say it's none of my business, I won't get anywhere. I'll forget what's important. And I won't be able to be proud of myself. I want to keep pushing myself like that. I want the people I care about to be happy. Yosuke is smiling cheerfully. Und damit das dritte Awakening. Zeig du mal her. Na, der sieht auch komplett bescheuert aus, ne? Ich finde die Designs in diesem Spiel wirklich, wirklich komisch. Okay, ich weiß nicht, aber es ist jetzt nicht unbedingt weniger bescheuert geworden, aber es gefällt mir irgendwie.
Er hat jetzt ein Feuer-Afro einfach. Wow. You full wind. Moderately restores party's HP and raise. Ein Buff plus Heilung. Das ist tatsächlich nett. Das ist zwar nicht das, wofür ich dich eigentlich verwenden würde, aber... Ja, ich meine, ich verwende dich auch sowieso nicht. Also, das ist der Punkt, ne? Also, eigentlich ist es richtig geil, was ich jetzt rauswerfe, genau hier. Aber, komm, Trafuri kann weg. New power? Is this for real? There's a lot I'm grateful for from this past year, but the biggest thing, I think it was that I met you. Oh, so süß von dir. If you ever lose your way, I'll go knock some sense into you. It won't matter if you're at the ends of the earth or in somewhere dark and bleak. That's what partners are for, right? Yeah, glaube ich schon. You sound serious about this. Yeah, I didn't know I felt so strongly about this either. Before. After all, I never needed real friends. But now... Well, I'll leave it at that. Ach ja, Yosuke ist schon ein okayer Typ. Er ist schon ein okayer Typ. Er geht mir wesentlich weniger auf die Nerven als Ryuji und Junpei aus Persona 3 und 5. Also von daher... Er ist schon noch ein okayer Typ. Eigentlich. Habe ich ihn schon ein bisschen lieb. Manchmal. Manchmal. Und wir lernen wohl wieder. Stimmt, ist auch wieder Wochenende. Natürlich. Today I'm studying for my life class. I'm supposed to help out at home. Life class? Oh, you mean life environment studies. Yeah, that. Once I'm done with this, my teacher said I don't need to study on weekends anymore. What can I help out with? Well, you washed the dishes earlier, so you've helped out already. Oh, okay. Then, that's what I'll write about. Nanako is doing her best to write down her thoughts. When I wash dishes, they get clean. It makes dinner taste good. Ja, und... Ja. When dinner tastes good, everyone smiles, so I like washing dishes. Wow, das ist sehr logisch. Didn't know that's how she saw things. Sie ist schon ein großartiges Mädchen, tatsächlich. You sound like a doting father, or at least a doting brother. All done. Thank I'm caught you. Up. Thanks, Adam, big bro. Seems Nanako has succeeded in catching up with her lessons. Und diesmal hat Dojima nicht mal was vorgesagt. Großartig, ne? Das ging schnell. Ich hätte Monate gebraucht. Oder ich hätte einfach aufgegeben. Das ist wahrscheinlich eher realistisch, tatsächlich. Ich hätte einfach von Anfang an aufgegeben. So. Sonntag. Der letzte Tag noch vor den Exams, den wir haben. Um eventuell Zeit mit Shie zu verbringen. Wer ruft mich an? Wer will das von mir, ha? Huh? Yosuke? Ski Trip next week? The 11th! Okay. Am 11. also, ja, direkt nach den Exams natürlich. 2 Tage, 1 Nacht, all fun. I got us a room. We can rent boards and clothes there. Let's ace our tests and enjoy the last big event of the winter. Laters. Oh Gott, ist das grauenhaft. You're now scheduled to go on a ski trip with everyone else for 2 days, starting February 11th. Okay. Ja, das ist doch großartig. Das freut mich wirklich sehr. You realize that you haven't bought anything. Das weiß ich doch. Das interessiert mich aber auch gar nicht. Mich interessiert nur, ob Chie heute noch Zeit hat. Das wäre dann die letzte Sache, wo wir für diesen Part perfekt abschließen könnten. Theoretisch gesehen. Denn wenn nicht, dann können wir den Part halt leider nicht so perfekt abschließen. Dann beende ich ihn einfach gleich so. Ja. Das wäre ein bisschen deprimierend natürlich. Okay, das ist schon mal nicht Chie. Das ist beruhigend. Die Frage ist, ist Chie hier irgendwo? Warte, wo wäre sie denn normalerweise nochmal? Wenn ich das jetzt aus dem Kopf wüsste, wo sich wer aufhält. Aber ich glaube hier irgendwo. Ja, ich glaube hier war sie immer, ne? Am Sonntag und so. Oh, ich kann nochmal nachgucken, ob hier irgendwo Chie steht, aber... Ja, nö. Ich glaube, ich muss das leider aufgeben. Ihr Third Awakening werden wir nicht mehr zu Gesicht bekommen. Schade. Aber dann würde ich sagen... War das trotzdem ein recht erfolgreicher Part, abseits jetzt davon. Haben wir noch 2 Social Links beendet, haben noch Yosuke's Third Awakening bekommen und haben zusammen mit Nanako verbracht ohne Ende. Das ist doch nett. Beim nächsten Mal fangen wir dann mit den Exams an und natürlich vor allem, das ist das viel relevantere, dem Skiausflug. Ich hoffe, ihr freut euch mindestens so sehr wie ich, also mehr auf den Skiausflug als auf die Exams. Und dann sehen wir uns dann bald wieder.
Ciao.